One day of eating! Ich kann es echt nicht glauben, es gibt Menschen da draußen, die wollen einfach wissen, was ich den ganzen Tag lang esse. Und da muss ich sagen, ich bin nicht so wie die anderen, die in dieser Fitnessszene sind, die immer so auf Healthy Lifestyle oder auf Vegan und so machen. Also ich bin nicht. Ich fresse auch manchmal absolute Scheiße. Aber natürlich versuche ich mich auch so gesund wie möglich zu ernähren, auch wenn da mal ein paar Sachen dazwischen kommen, die einen das wieder verhindern. Ist doch mein Ernährungsstil im Großen und Ganzen nicht sehr gewöhnlich. Und dazu kommen wir heute. Ich zeige euch nämlich, was ich mir den ganzen Tag hinter die Löffel schiebe. Let's go! Das erste, was ich mir morgens gönne, ist tatverkraftig nichts zu essen, sondern erstmal was zu trinken. Und zwar zwei ganze Becher aus der Queen im Becher. 9.04 Uhr auf dem Dienstag, 10. September. Ich war schon ein bisschen früher wach, aber ich war übelst lang noch auf Toilette. Und als erstes gönne ich mir morgens mindestens einen halben Liter Wasser. Sofort nochmal aufstehen, sonst drehe ich durch. So, nachdem die Haare wie ein Schnirsel zur Seite gemacht worden sind, geht's jetzt ans Frühstück. Und ich bin mir morgens immer komplett unsicher, was ich essen soll. Entweder ich mache mir so wie jetzt einfach zweimal Ei. Aber dieses ganz andere gute Ei. Also, Rewe, da macht ihr echt guten Job. Oder ganz einfach Quark mit Proteinpulvern, Nüssen und vielleicht noch Haferflocken drin. Guck mal, hier auch ganz provisorisch. Mit Alufolie überdeckt, weil kein Deckel am Start. Dann habe ich die Qual der Wahl. Was für ein Brötchen nehme ich? Eiweißbrot. Chia Omega-3 Brötchen. Oder doch das gute alte Toast oder Meerkorn-Toast. Und heute wird es das Chia-Brot. So sieht das Ganze dann fertig aus und als kleiner Geheimtipp, ich mache hier immer mein legendäres Eibrot mit Mayonnaise, aber ich bin umgestiegen auf Pommessoße. Die findet ihr im Real, zumindest gibt es sie bei uns im Real. Warum Pommessoße? Die hat weniger Fett als normale Mayonnaise. Echt nur 26 Gramm Fett anstatt wie Mayonnaise 80 Gramm Fett und davon nur 2,1 Gramm gesättigte Fettsäuren. Also wir arbeiten hier sogar mit gesunden Fetten. Und natürlich was Kleines zu naschen muss auch sein. Fanta Mango, aber ohne Zucker. Ist jetzt trotzdem nicht das Beste, aber ich habe ja schon einen halben Liter Wasser intus. Da brauche ich auch was Süßes. Nicht jeden Morgen, aber schon des Öfteren gönne ich mir auch mal eine Banane zusammen mit einer Proteinaufstrichcreme. Weiß gar nicht, aber schmeckt 1:1 nach Rocher. Ich mag am liebsten meine Banane auf eine Homo mit weißer Schokolade. Hat Prosis auch noch was davon, aber ich habe nichts mehr. Ich habe einfach alles leer gegessen. Jetzt Vormittag, 11.30 Uhr. Die nächste Mahlzeit steht an und wir kennen das alle. Wir sind im Stress, wir haben keinen Bock zu kochen. Bei mir gibt es da zwei Optionen. Option Nummer 1, Reis mit Mango, Chili und Hühnchen. Glaub mir, wenn es schnell und gesund gehen soll, dann das optimale Superwerte Reis. Ich habe mir einfach Kartoffeln klein, die schneide ich einfach zweimal durch, zweimal längs. Dann haben wir vier Stücke. Und die knalle ich in die Luftfritteuse. Das ist unsere Luftfritteuse. Da kommt das alles hier rein und wird dann per Luft frittiert. Kein Fett, extrem knusprig, extrem lecker, extrem gesund. Finde ich geil. Aber jetzt ist das Mango Chili dran. Da habe ich nämlich echt Bock drauf. Und es gibt bei mir immer zwei Haupteiweißquellen, wenn es ums Thema Fleisch geht. Einmal nämlich hier Fair und Gut Hähnchen, eigentlich immer Hähnchenunterkeulen, die waren aber nicht mehr da, deswegen Hähnchenflügel. Die haben leider ein bisschen mehr Fett als die Hähnchenunterkeulen, kosten auch 2,99 oder so, weiß ich nicht mehr. Oder einen fetten Lachs. Und ich sag euch eins, heute wird sich beides gegönnt. Zusammen mit den Chia-Brötchen heute Morgen brauche ich keine Omega-3-Tabletten mehr. Das wäre nämlich jetzt diese hier gewesen. Wenn ich morgens das nicht nehmen sollte, dann die auf jeden Fall, weil Omega ist mega wichtig. Natürlich, weil wir noch nicht alle Nährstoffe gedeckt haben. Zink, Magnesium, Vitamin B6, ganz wichtig. Am besten noch Vitamin D3 und K2, da habe ich aber nur noch alte hier, die benutze ich gar nicht mehr. So, hier sind die Tablettis, hier ist der Reis mit Mango, Chili, Hähnchen und natürlich das Lachsfilet, 125 Gramm, scharf angebraten. Natürlich bestimme ich meine Mahlzeit auch anhand der Kilokalorien, die ich gerade zu mir nehmen kann, beziehungsweise von dem her, was ich gerade mache, ob ich jetzt in einer Defi-Phase oder einer Aufbauphase bin. Ich bin jetzt gerade in der Aufbauphase. Mann. Gucken wir unter MyFitnessPal, das ist die App, die ich verwende, um mein Essen zu tracken. Ist auch kostenlos, keine Werbung an der Stelle. MyFitnessPal, ihr solltet mich mal langsam echt bezahlen hier. Wir haben heute 2600 Kilokalorien offen, da wir heute nicht ins Training gehen, brauchen wir auch nicht hochstocken. Und 1800 habe ich noch übrig. Mahlzeit. Ach ja, und zu trinken gibt es jetzt Vanille-Cola ohne Zucker. Habe ich nicht mehr viel von, aber es wird sich jetzt gegönnt. Meine Damen und Herren, Rucola, Hähnchen, gesunde Pizza. Easy, jo.
Schön mit Hähnchen Blauschimmel, was ist da noch drauf? Kirschtomaten, Hähnchenbrust, Rucola. Sieht schon ganz geil aus, ne? Ist keine gewöhnliche Pizza, aber wird sich jetzt sowas von gezogen, Alter. Und ich muss euch gestehen, ich habe gesündigt. Erzähl's aber nicht weiter. Passt heute am Plan rein, deswegen nehme ich's auch. Wenn es nicht in den Plan reinpasst, bei mir wird nicht gecheatet. Auch Cheat Meals müssen im Plan reinpassen, dann sind das keine Cheat Meals mehr. Weil bei mir gibt es keine Cheat Deals. Meals. Also wenn das mal nicht eine geile Fertigpizza ist, ne? Warum steht hier, warum fehlt hier ein Stück? Die Queen kriegt auch was. Jetzt gerade im Stream gönne ich mir noch einen zuckerfreien Energy, weil ich habe kaum noch Kilokalorien übrig. Deswegen wird sich auf zuckerfreie Basis noch was gönnen. Natürlich neben Wasser, ist ja klar. Wir sind immer noch im Stream und jetzt wird sich noch extra eine Banane gegönnt, weil ich Hunger habe und noch 20 Kohlenhydrate drin habe und das reicht dafür. Ah, der nächste Tag ist angebrochen und ich habe euch gestern Nacht gar nicht meinen kleinen Snack gezeigt, weil es einfach viel zu dunkel war. Ich habe mir nämlich 250 Gramm Magerquark gemacht mit, ich glaube, 35 Gramm Proteinpulver, ein bisschen Wasser mit dazu, ungefähr 50 Milliliter, 60 Milliliter und noch Cashew-Nüsse obendrauf für den absolut besten Geschmack. Ich habe so meinen kleinen Proteinvorrat und ich habe jetzt hier das von Brosis genommen, weil sich das echt gut in Quark löst. Ah ne, die heißen Walnusskerne, nicht Cashewkerne. Ja moin, was für Cashewkerne, Mann. Damit habe ich auch gestern dann meine vollen 2600 Kilokalorien geschafft. Ich war ein Ticken über Protein, ich war ein Ticken über Kohlenhydrate und Fette waren bei mir ein bisschen weniger als normal. Also hat sich das alles wieder ausgeglichen. Wir haben echt zu lange gestreamt. Es ist 12 Uhr, ich habe Hunger. Soll ich euch mal zeigen, was heute mein Frühstück ist? Mein Frühstück kommt heute aus der Heißluftfritteuse und heißt Hähnchenflügel. Die müssen weg. Ich habe die gestern gemacht, habe die total vergessen. Und jetzt heute am Morgen gönne ich mir noch Kreatin-Monohydrat in der Sorte Orange. Auch von Prosis. Schmeckt mega lecker und hilft euch beim Training eine Wiederholung mehr zu schaffen. Und damit ihr einen breiteren Bizeps habt. Ey, mir ist so kalt, ich habe hier einfach einen Pullover über mein Trainings-T-Shirt an. Ich kann euch mal ganz kurz den Kühlschrank zeigen, wie der nach dem Einkauf aussieht. Bam! Ich habe ein bisschen gesündigt, muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe die Energies rausgesucht mit am wenigsten Zucker. Wir haben hier Hähnchen, über 10 Packungen von diesem Mango-Chili-Zeugs, was echt verdammt lecker ist und natürlich noch Protein. Pudding in 3 verschiedenen Sorten, guten Quark und Protein-Schokolade, die ich schon absolut leer habe. Wolltet ihr mal meine All-Day-Supplements sehen? Hier sind sie und dazu die Vitamine. So muss ich noch sagen, manchmal, da raste ich einfach komplett aus und lebe voll den Bio-Lifestyle und versuche mich wirklich so gesund wie irgend möglich zu ernähren. Aber dann gibt es wieder Tage, wo ich unterwegs bin und dann mir doch vielleicht mal einen Burger vom Burger King oder so reinziehe. Also es kommt immer ganz drauf an, aber zum Glück ist diese Phase, wo ich gesünder lebe, einfach langanhaltender und länger. Aber es gibt halt trotzdem diese anderen Tage und die wollte ich euch hier nicht verschweigen. Stopp! Stopp! Viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, ey, was ist eigentlich mit Gemüse und so? Du lebst hier den übelsten Fitness-Lifestyle. Was ist mit Gemüse und Obst? Ja, wenn ich Gemüse esse, dann ist es zum Beispiel Brokkoli. Da hole ich mir nämlich fette 500 Gramm. Die sind dann immer so eingetütet und die schnibbel ich mir dann klein. Kleiner Funfact, ich habe früher absolut kein Brokkoli gemocht, aber jetzt, es gibt eine Methode, da liebe ich Brokkoli und das ist die klein zu schneiden, auch den Stiel. Den Stiel kann man auch essen, den musst du nur schälen. Dann packst du dann auf ein Blech, würzt das mit, presst du einfach eine halbe Zitrone drauf aus, damit die auch schön feucht sind und dann würzt du das nach Wahl. Bei mir ist eigentlich immer Barbecue-Gewürz und Salz und Pfeffer und dann rein in den Ofen damit für eine Viertelstunde. Dann werden die echt knusprig und man kann die echt gut essen, ohne Scheiß. Und wenn es ums Thema Gemüse geht, dann ist das auf jeden Fall meine erste Wahl. Ansonsten muss ich gestehen, bin ich so ein Tiefkühlgemüsentyp. Also ich hole mir meistens, wow, ich hole mir meistens so Gemüse, das so eingefroren ist und dann taue ich das auf. Meistens sind da auch noch so Soßen mit bei, aber ich achte natürlich immer darauf, dass die so fettfrei wie möglich und so zuckerfrei wie möglich sind, wenn überhaupt. Und dann brate ich die einfach an und dann habe ich mein fertiges Gemüse. Davon esse ich dann auch schon wirklich 500 Gramm, was dann doch schon echt viel sind. Wenn es ums Thema Obst geht, dann bin ich ein ganz eigener Typ. Ich hole mir extrem viele Bananen. Ich hole mir 500 Gramm Blaubeeren und esse die auch wirklich komplett auf. Meistens. An einem Tag. Und eine Limelone. Das ist irgendwie so eine Kreuzung aus einer normalen Wassermelone oder Honigmelone und einer Limette. Schmeckt echt geil. Habe ich auch bis jetzt nur bei Real gefunden. Wehe, ihr kauft mir die weg.
Coesfelder, ich meine euch. Es gibt auch Tage, da habe ich echt Bock auf so einen richtig fetten Salat. Dann kommen dann noch so Scrampi rein oder wie die bei uns heißen, Garnelen. Ansonsten muss ich aber zugeben, so gemüsetechnisch gibt es bei mir dann doch nicht so viel. Ich mache gerade ein Video, was ich am ganzen Tag esse. Ist ganz geil erzählen. Dieser Fokus, Mann. Kleines Update zu meinem Ernährungsplan. Ich bin ja momentan auf 2600 Kilokalorien und in 4 Tagen ist es soweit. Dann gehe ich wieder 300 Kilokalorien höher, wenn ich nichts weiterhin zunehmen sollte. Ich wiege jetzt momentan 77,5 oder 77,6 Kilo, was optimal ist. Und ich werde meine Kohlenhydrate jetzt von 244 Gramm auf wahrscheinlich 350 Gramm erhöhen, weil ich merke, mir geht schon wieder im Training die Puste aus, weil ich jetzt auch wieder hochvolumig trainiere. Eiweiß ist auf 163 Gramm und die Fette sind auf 87 Gramm hoch. Ich möchte einfach mal testen, ob mein Körper das Fett annimmt. Aber ich ernähre mich größtenteils eigentlich nur von Walnüssen. Oder wie hießen die Nüsse, die ich heute gegessen habe? Walnüsse, ne? Ja, und halt die Fettquelle vom Hühnchen ist jetzt nicht die beste, aber kann man sich schon mal hinter die Löffel schieben. Ich kriege gerade eine Nachricht rein. Ihre Zahlung bei Amazon wurde abgelehnt. Amazon wirklich. Ich liebe euch. Ich kann echt nichts mehr da holen, ne? Wenn ihr sonst noch Fragen habt zum Thema Ernährung und so, dann stellt mir die einfach. Vielleicht mache ich dann darauf jetzt so ein Antwortvideo, wo ich dann auf eure Fragen eingehe zum Thema Ernährung, warum ich wie was esse und was man optimieren kann. Ich weiß ja nicht, was ihr da so für Fragen habt, ne? Ich bin raus. Tschüss.